Verehrte Frau Staatsrätin Möller, verehrte Frau Staatsrätin Gümpel, Herr Professor Alt, Herr Professor Lenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Gäste. Umberto Ecos weltberühmter Roman Der Name der Rose spielt, das wissen Sie, nicht in einer Universität, sondern in einer Abtei. Und auch nicht heute, sondern im 14. Jahrhundert. Es geht um theologische Themen, deren Relevanz wir heute kaum noch begreifen. Und trotzdem kann man unschwer Bezüge zu heute feststellen. Der Roman spielt in einer geistig und ideologisch zerrissenen Zeit und mit allen intellektuellen Mitteln bekämpfen sich die rivalisierenden Gruppen, die dabei alle noch zur ungeteilten römischen Kirche des Westens gehören. Heftige Intrigen und schließlich gewalttätige Auseinandersetzungen gehören auch dazu. Und Sie alle erinnern sich, in der Abtei wird das einzige Exemplar einer verschollen geglaubten Schrift des Aristoteles aufbewahrt und allein ein alter, blinder Bibliothekar weiß darum. Er glaubt, dass diese Schrift der herrschenden Lehre so sehr widerspricht, dass er niemandem deren Lektüre erlauben dürfe. Vergiftet ihre Seiten, sodass jeder, der sie entdeckt und in ihr blättert, stirbt. Der aufgeklärte Mönch, William von Baskerville, kurz davor, dieses Geheimnis zu lüften, da lässt der Alte lieber die ganze Bibliothek verbrennen, als dieses Buch öffentlich bekannt werden zu lassen. Vergiftetes Wissen, verhinderte Erkenntniszugänge gegen beharrliche Aufklärungsarbeit, verbohrte Ideologien gegen unvoreingenommene Wahrnehmung der Wirklichkeit, trotzige Abschottung gegen die Bereitschaft, sich durch Erkenntnisgewinn auch irritieren zu lassen. Gefangenschaft in selbstgewählter Unmündigkeit gegen das Risiko einer offenen Gesellschaft mit freier Forschung und freier Debatte. Diese Kämpfe, meine Damen und Herren, die Umberto Eco im 14. Jahrhundert spielen lässt, sind Kämpfe, die immer wieder zu kämpfen sind, damals und heute, und das wusste nicht nur Umberto Eco. Frei soll die Lehre sein und frei das Lernen. Dieser Ruf nimmt in solchen Kämpfen eine klare Haltung ein. Und dieser Ruf gehört zur Gründungsgeschichte der Hamburger Universität. Diese Universität wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und wir alle gratulieren ihr herzlich zum Geburtstag. Es kommt aber ein weiterer Grund für einen Glückwunsch hinzu. In diesem Jahr hat die Universität Hamburg die Auszeichnung einer Exzellenzuniversität erhalten. Das ist, Herr Professor Lenzen, Ehre und Verpflichtung zugleich. Und das weiß kaum jemand besser als Sie, die Mitglieder der Hochschulrektorenkonferenz und unserer Gastgeber heute, Herr Professor Lenzen. Auch dazu unseren herzlichen Glückwunsch. Hundert Jahre, das ist keine allzu lange Zeit im Angesicht der Geschichte der Europäischen Universität. Sie begann ja schon im 12. Jahrhundert, einer ersten Zeit der intensiven Befragung von Autoritäten und der dialektischen Kontroverse auf der Suche nach Wahrheit. Wie intensiv etwa die Auseinandersetzungen zwischen Glaube und Wissen waren, das zeigt gerade Jürgen Habermas in seinem neuen Opus Magnum. Ohne Streitkultur, ohne regelgeleitete Disputation und Debatte ist Universität von Anfang an also nicht zu denken. Aber 100 Jahre sind doch auch wieder eine lange Zeit. Angesichts der Zeitenbewegung und Umbrüche, die die Hamburger Universität in diesem Jahrhundert erlebt hat. Die Zeitgeschichte mit ihren Konflikten lässt Universitäten nicht unberührt und Universitäten wirken wiederum auf Politik und Kultur einer Zeit intensiv ein. Nur drei Erinnerungen dazu
hier aus Hamburg. Ernst Cassirer, einer der ersten jüdischen Rektoren einer deutschen Universität, ein tapferer und vorbildlicher Demokrat, konnte in dem einen Jahr seines Rektorats 1930 eine Feier zur Würdigung der Weimarer Reichsverfassung 1930 nur noch gegen größte Widerstände durchsetzen. Die Rektoren nach ihm suchten den Schulterschluss mit der bereits nationalsozialistisch geprägten Studierendenvertretung. Auch in Hamburg zeigte sich, die aktive politische Studentenschaft war nationalsozialistisch, bevor Deutschland nationalsozialistisch war. Oder ein zweites Beispiel, die große Kontroverse, die der Hamburger Historiker Fritz Fischer über Ursachen und Verantwortung für den Ersten Weltkrieg Anfang der 60er Jahre auslöste und wie diese ursprünglich akademischen Thesen weite Kreise aus Politik und Publizistik beschäftigten. Ja, und das Selbstbild Deutschlands neu mitgeprägt haben. Und drittens, wie schließlich ziemlich genau ein halbes Jahrhundert ist das her, die antiautoritäre Bewegung der Nachkriegsjugend die Universitäten ergriff und von dort wiederum entscheidend verstärkt wurde. In unser aller Bildgedächtnis, wenn ich das so sagen darf, eingegangen ist das wohlgemerkt Hamburger Transparent unter den Talaren der von 1000 Jahren. An die Verdienste der 68er-Bewegung für die gesellschaftliche Liberalisierung der Bundesrepublik haben wir in vielen, vielen Veranstaltungen im vergangenen Jahr erinnert, auch an die zeitweise heftigen Auseinandersetzungen, namentlich an den Universitäten, einer Zeit, in denen Hörsäle zentrale Orte großer gesellschaftlicher Debatten wurden. Wir haben auch an die spätere Radikalisierung bis hin zur Gewalt und bei einigen zur mörderischen Verirrung den Terrorismus erinnert. Ich will sagen, andere zum Schweigen bringen zu wollen, weil sie das eigene Weltbild irritieren, das ist beileibe kein neuer Impuls. Aber er bleibt damals wie heute inakzeptabel. Wer eine Universität betritt, meine Damen und Herren, sei es als Lehrender oder als Studierender, betritt also nicht die stille, erdabgewandte Seite des Mondes, sondern der betritt einen Raum der geistigen und natürlich auch der politischen Auseinandersetzung. Natürlich werden in diesem Raum die aktuellen Konflikte, die in einer Gesellschaft virulent sind, nicht sistiert, sondern gerade an einer Universität besonders deutlich artikuliert und auch ausgetragen. Die Hochschulrektorenkonferenz hat darum mit vollem Recht ihr Grundsatzpapier von 2016 überschrieben, die Hochschulen als zentrale Akteure in Wissenschaft und Gesellschaft. Das ist, meine Damen und Herren, aus vielen Gründen völlig richtig so. Wer nach seinem Studium in der Gesellschaft, wo auch immer, an verantwortlicher Stelle tätig wird, sollte es gelernt haben, sich intellektuell auch mit dem auseinanderzusetzen, was jenseits seiner speziellen Fachrichtung Staat und Gesellschaft tatsächlich bewegt. Die Welt braucht nicht nur gut ausgebildete Könner ihres Fachs, die ganz sicher auch. Nicht nur fleißige Sammler von Credit Points, sondern vor allem auch kritische, selbstkritische, politisch wache Menschen. Selbstbewusste akademische Bürgerinnen und Bürger, die selbstbewusste Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden. Die es gelernt haben, strittige Themen mit offenem Visier zu diskutieren, auch Unterschiede auszuhalten, ohne sich in Selbstverkapselung zu verkriechen oder in rücksichtsloser Aggressivität nur noch die eigene Meinung gelten zu lassen. Forschung und Lehre an unseren Universitäten beanspruchen und fördern den entschiedenen und ernsten intellektuellen Ansatz aller darin Arbeitenden. Es geht hier um die Sache, ja, aber das eben häufig und gewollt kontrovers.
Auf Unfehlbarkeit darf niemand setzen und erst recht nicht pochen. Kein gelehrter Professor und keine kritische Studentin. Das kann anstrengend sein, das wissen Sie, sehr anstrengend gelegentlich. Aber die Hochschule ist kein Schonraum und kein Spielplatz, was sie eben von der lebensgeschichtlich weit früher liegenden Bildungsstätte des Kindergartens unterscheidet. Wer als Professor oder als Student glaubt, verhindern zu müssen, dass unorthodoxe wissenschaftliche Thesen zu Wort kommen, wer glaubt, Bücher mit kontroversen Inhalten sollten aus den Bibliotheken verschwinden, das gibt es tatsächlich auch wieder, solche Ansichten, der hantiert aus dem Inneren der Wissenschaft mit dem gleichen tödlichen Gift wie der fundamentalistische blinde Mönch aus dem Namen der Rose. Kurzum, Forschung und Lehre müssen frei sein. Diese unersetzliche Freiheit zu achten und nicht zu missbrauchen, ist Aufgabe aller in einer Universität. Und sie zu garantieren, ist die Pflicht der universitären wie der staatlichen Verantwortungsträger. Die Freiheit von Forschung und Lehre findet in unserem Grundgesetz ihre Grenzen erst da und vor allen Dingen nur da, wo geschützte Grundrechte Dritter oder wichtige Schutzgüter mit Verfassungsrang verletzt sind. Nur in solcher akademischer Freiheit nämlich wird die Suche nach Wahrheit tatsächlich möglich. Einer Wahrheit, die keiner für sich allein hat, sondern die unserem gemeinsamen Forschen, Ringen und Streiten immer schon vorausliegt. Meine Damen und Herren, die gegenwärtige Debatte, wenn man sie denn überhaupt so nennen will, über tatsächliche und angebliche Grenzen der freien Meinungsäußerung betrifft, wer könnte das bestreiten, selbstverständlich auch die Universitäten. Sie geht aber weit darüber hinaus. Und wenn Sie mir erlauben, manches an dieser Debatte kommt mir reichlich schief vor. Manches geheuchelt und manches zeugt von einem extrem kurzen historischen Gedächtnis. Zunächst, es gibt keine staatliche Meinungszensur und keine staatliche Sprachpolizei. Wer das behauptet, lügt und führt Menschen in die Irre. Und wer das glaubt, fällt, glaube ich, auf eine bewusste Strategie interessierter, verantwortungsloser Kräfte herein. Und wer versucht, Verständnis aufzubringen für die angeblich gefühlte Freiheitsbeschränkung, die doch in Wahrheit nur eine massiv eingeredete ist, besorgt aus meiner Sicht schon das Geschäft der Scharfmacher. Ein zweites. Die Behauptung, man dürfe in Deutschland seine Meinung nicht mehr frei aussprechen, das ist längst ein inzwischen sogar schon ausgeleiertes Klischee aus der reaktionären Mottenkiste. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat gerade eben in ihrer Jubiläumsausgabe einen 30 Jahre alten Leserbrief eines Professors zitiert. Und ich darf auch zitieren, wer in Deutschland von seinem Recht auf freie Meinung Gebrauch macht, kommt auf die Anklagebank. 30 Jahre her. Vor Jahrzehnten, ja immer schon, wurde offenbar in diesen Worten mit dieser Wortwahl gejammert. Ein drittes, meine Damen und Herren. Manche verwechseln das Recht auf Meinungsfreiheit mit dem Anspruch darauf, dass auch alle anderen ihre Meinung teilen. Oder mit dem Recht, jede noch so absurde Behauptung müsse ernst genommen werden. Wer sich aber öffentlich äußert, muss natürlich mit der Überprüfung seiner Aussage rechnen und mit dem Widerspruch. Dem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, folgt eben gern ein, das wird man ja wohl auch widersprechen dürfen. Und das nenne ich nicht Mainstream, das nenne ich nicht Tugendterror, das nenne ich Demokratie. Nur leider kommt diese Selbstverständlichkeit, und so hört es sich ja an, mitunter abhanden. Vielleicht liegt das auch an jenen Medien, die wir uns angewöhnt haben, sozial zu nennen und die heute zur Meinungsäußerung mehr und mehr benutzt werden.
Auf demselben Gerät, mit dem ich ungefiltert meine Meinung in die Welt schicken kann, kann ich mit einer Fingerbewegung konträre Ansichten auch wegwischen. Das verführt zu einem Absolutheitsanspruch, der aber trügt, denn Widerspruch und gegenteilige Ansichten kann man in der realen Welt eben nicht einfach wegschnippen. Man kann sie nur aushalten und im offenen Dialog, in der offenen Kontroverse argumentativ bestreiten. Und viertens, meine Damen und Herren, manche verwechseln das Recht auf Meinungsfreiheit mit dem Recht, andere hemmungslos zu diskriminieren, ihre Würde zu verletzen, ihnen sogar mit physischen Angriffen auf Gesundheit und Leben zu drohen. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Das ist sprachliche Gewalt, die verhindert und bestraft gehört. Sie bedroht nicht nur diejenigen, die davon betroffen und hilflos, oft anonymen, inzwischen immer seltener anonymen Angriffen ausgesetzt sind. Sie bedroht Freiheit insgesamt. Was mir immer wieder auffällt: Wer am lautesten darüber klagt, nicht gehört zu werden, der hat oft seine Ohren für andere Auffassungen, Argumente und überprüfbare Fakten am dichtesten verstopft. Und oft kommen aus den gleichen Quellen, aus denen die größten Beschwerden über angeblich fehlende Meinungsfreiheit stammen, auch die heftigsten Diffamierungen Andersdenkender und die größten als persönliche Meinung deklarierten Geschmacklosigkeiten. Hier dementiert sich die Behauptung der fehlenden Meinungsfreiheit selber und sie vergiftet dazu noch die offene gesellschaftliche Auseinandersetzung, die wir brauchen. Erklärter Hauptgegner der angeblich so bedrohten Meinungsfreiheit ist die politische Korrektheit. Sie ist so sehr zum negativ besetzten Kampfbegriff geworden, dass die ursprünglich damit beabsichtigten Ziele inzwischen mutwillig verschleiert werden. Wer politische Korrektheit nur noch als Karikatur darstellt und verächtlich macht, will vergessen lassen, dass viele sich hier mit besten Absichten und Erfolg der Diskriminierung von Minderheiten widersetzt haben. Vielleicht haben manche Vorkämpfer nicht deutlich genug gemacht, dass es hier nicht um Verbot und Strafe, sondern um ein Setting ungeschriebener Regeln des Umgangs miteinander geht, um die eine von Einsicht gezogene Grenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsäglichen zu beschreiben. Wenn diese Grenze, meine Damen und Herren, heute mutwillig eingerissen wird, dann ist das, seien Sie sicher, am Ende kein Ausweis moralischen Fortschritts. Ich glaube im Gegenteil, und viele in unserer Gesellschaft bekommen das schon zu spüren. Worum ging es eigentlich? Bewusste oder unbewusste Diskriminierung von Einzelnen oder Gruppen sollte zum Beispiel durch angemessenen Sprachgebrauch abgebaut werden. Die einfachen Gesetze von Höflichkeit und zivilem Umgang sollten gegenüber allen gelten, auch gegenüber denen, die auf irgendeine Weise anders sind als die Mehrheit. Verschiedenheit eben nicht als Mangel, nicht als Risiko, Verschiedenheit vielmehr als gleichberechtigtes Anderssein. Die gleiche Würde des anderen auch in der Sprache und damit im gesellschaftlichen Bewusstsein anzuerkennen. Darum ging es eigentlich bei der politischen Korrektheit, die jetzt so bekämpft wird. Mag ja sein, dass nun bei manchen das Gefühl aufkommt, man dürfe nicht mehr einfach so seine Meinung sagen. Mag sein, dass manches davon wie eine überflüssige Bevormundung erscheint. Mag sein, dass einige gut gemeinte Neubezeichnungen eher zu ironischer Kommentierung einladen. Mag sein, dass es im Ringen um sprachliche Normen, deren Grenzen immer fließend und in Bewegung sind, natürlich auch Übertreibungen, Überschießen und Gegenreaktionen gibt. Und mag auch sein, dass manche, deren Leben von existenziellen Nöten und Ängsten geprägt sind, denken,
es handele sich bei all dem nur ein Projekt von Leuten, die keine anderen Sorgen haben. Aber meine Damen und Herren, liebe Gäste, all dieses mag sein, ist kein Freibrief für die Verbreitung von rücksichtslosen Beleidigungen und für ungebremsten Hass auf alle, die anders leben, anders denken, anders aussehen, anders lieben. Es ist keine Legitimation für sprachliche Enthemmung, für Rassismus, für Frauenverachtung, für Schwulenfeindlichkeit und für Antisemitismus. Die Meinungsfreiheit, und das ist meine feste Überzeugung, und deshalb bin ich auch dankbar für die Einladung hier, weil ich Gelegenheit habe, es hier zu sagen. Die Meinungsfreiheit wird nicht dadurch eingeschränkt, dass wir bestimmte, auch historisch gewachsene, heilsame Tabus im Umgang miteinander gelten lassen, ja sogar schützen. Die Meinungsfreiheit wird nicht bedroht durch den ganz normalen menschlichen Anstand. Die Meinungsfreiheit ist nicht bedroht, wenn wir beim öffentlichen Reden, und jedes Posting im Netz ist auch öffentliches Reden, darauf Acht geben, niemanden jedenfalls nicht willkürlich zu verletzen. Die Meinungsfreiheit ist nicht bedroht, wenn wir auf besonders verwundbare Menschen besonders Rücksicht nehmen. Das tun wir ja in der Familie, im Freundeskreis, unter Kollegen mit größter Selbstverständlichkeit. Das ist kein sprachpolizeilicher Tugendterror, sondern Ausdruck von Respekt und Höflichkeit, wie wir sie für uns selber wünschen und wie sie uns der oft berufene gesunde Menschenverstand doch eigentlich nahelegen sollte. Ein respektvoller Umgangston schließt Dissens in der Sache natürlich keineswegs aus. Was wir, das ist meine Überzeugung, dagegen wieder neu brauchen, das ist Streitkultur. Streitkultur billigt anderen zunächst lautere Absichten zu. Streitkultur erspart anderen keinen Widerspruch, aber sich selber auch keine Selbstkritik. Streitkultur fasst nicht mit Samthandschuhen an, aber lässt auch nicht die verbale eiserne Faust sprechen. Streitkultur öffnet nicht nur den eigenen Mund, sondern auch die eigenen Ohren. Streitkultur braucht den Wunsch zu überzeugen, und auch die Offenheit, sich gegebenenfalls selbst überzeugen zu lassen. Streitkultur braucht also beides, Mut und Gelassenheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wenn ich einen Strich drunter mache, dann gilt für mich Folgendes. Wir haben kein Problem mit der Meinungsfreiheit, wir haben ein Problem mit unserer Streitkultur. Wir müssen sie aufs Neue lernen. Und weil die Universität seit Jahrhunderten der Ort ist, an dem eine Gesellschaft das Streiten lernt, so darf eben gerade die Universität, gerade heute, ihre Streitkultur auf keinen Fall verlernen. Andersherum gesagt, wenn wir das Streiten wieder lernen wollen, dann bitte hier an den Universitäten. Und das ist mein Wunsch. Gerade an Sie, an die Rektorinnen und Rektoren, die Präsidentinnen und Präsidenten. Ja, die Hochschule kann und soll der Austragungsort für Kontroversen sein. Ohne heimlich oder offen verbreitetes Gift, aber mit Schärfe und Polemik, mit Witz und Wettstreit. Die Universität soll kein Ort der geistigen Schonung sein, sondern ein Ort der Freiheit aller zum Reden und zum Denken. Und schließlich, die Exzellenz einer Hochschule erweist sich neben aller Internationalisierung, Digitalisierung und Optimierung vor allem daran, ob hier gepflegt und eingeübt wird, was unsere Demokratie so dringend braucht. Den Erwachsenenstreit, die argumentative Kontroverse und den zivilisierten Disput. Und genau in diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Beratungen. Herzlichen Dank.